Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Frau Kollegin Roth, im Gegensatz zu Ihren Ausführungen muss ich sagen, wenn es je einen Anlass gab, vielleicht abgesehen von der Anfangszeit, den UNIFIL-Einsatz fortzusetzen, dann ist das heute der Fall. Die Spannungen zwischen Israel und Libanon, der Kollege Ann hat darauf hingewiesen, sind nach wie vor vorhanden. Die Hisbollah baut unter dem Deckmantel einer Umwelt-NGO Green Without Borders neue Beobachtungsposten entlang der libanesisch-israelischen Grenze aus. Gleichzeitig erleben wir aktuell, wie syrische Streitkräfte, unterstützt durch die Hisbollah, in Syrien sowohl nach Osten als auch nach Süden vorstoßen. Sie rücken damit immer näher an die Grenze zu Israel und Jordanien, aber auch an den Libanon heran. Die israelische Luftwaffe hat schon zwei Angriffe gegen Stellungen der Assad-Truppen geflogen, nachdem Geschosse auf dem von Israel kontrollierten Golan niedergegangen sind. Vom Iran unterstützte schiitische Milizen stehen mittlerweile an der syrisch-irakischen Grenze mit der Bestrebung, zusammen mit pro-iranischen Milizen aus Syrien einen gemeinsamen Landkorridor zu errichten. Dieser würde sich dann fast bis in die unmittelbare Nähe zu Libanon und Israel erstrecken. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich könnte das fortsetzen. Und Ihren idealistischen Appell, Frau Kollegin Groth, habe ich gehört, man könnte sich zur Kriegsdienstverweigererpartei erklären als deutsche Nation. Aber allein dadurch, dass wir die Augen zumachen und sagen, nichts sehen, nichts hören, nichts sagen, wird man diesen aggressiven Kräften nicht Einhalt gebieten. Und ich sage Ihnen, wenn es einen Erfolgsparameter dafür gab, dass diese Mission sinnvoll war, dann ist es doch der Umstand, dass Sie zu Recht darauf hinweisen, dass es leider Waffentransporte an die Hisbollah auf dem Landwege gibt. Sie sind eben auf dem Seeweg verhindert worden, und das ist ein Verdienst dieser Mission von UNIFIL. Und deswegen gebührt ihr die Unterstützung auch weiterhin für einen weiteren Mandatsauftrag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich will darauf hinweisen, dass im Libanon es eine erfreuliche Entwicklung gibt, die uns lange noch nicht beruhigen kann. Kollege Ann hat auch darauf hingewiesen. Der Michel Aoun ist Präsident geworden. Es ist eine verhältnismäßig stabile Regierung unter Ministerpräsident Hariri gebildet worden. Der Libanon hat mit der Wahlrechtsreform eines der wichtigsten und zugleich heikelsten innenpolitischen Themen angepasst. Und man muss auch noch einmal darauf hinweisen, im Libanon mit 6 Millionen Einwohnern sind 1,5 Millionen Flüchtlinge aufgenommen worden. Das ist eine wahnsinnige Leistung für ein wirklich administrativ schwaches Land. Auch deswegen verdient der Libanon jede Unterstützung, auch diese Unterstützung, die wir an dieser Stelle leisten, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich will einen weiteren Aspekt, der den Libanon betrifft, hinzufügen. Und das ist die besondere Bedeutung der Ausbildungsunterstützung der libanesischen Armee. Die libanesische Armee ist nicht irgendeine Armee. Sie ist eine überkonfessionelle Konstante in einem Land mit einer breiten religiösen und ethnischen Vielfalt. 18 anerkannte Religionsgemeinschaften. Die Armee ist eine verbindende Klammer. Dieses Element muss erhalten und gestärkt werden. Die Hisbollah tritt mittlerweile im Libanon quasi sozusagen als Zweitstaat auf. Und alles, was staatliche Institutionen des Libanon stärkt und unsere Ausbildungsmission stärkt, eine staatliche Funktion des libanesischen Staates, das ist gut und das ist richtig. Und das sollten wir zur Sicherung von Frieden in dieser Region wirklich unterstützen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und letztlich habe ich nicht überhört, Frau Kollegin Groth, dass Sie sich kritisch zu Waffenexporten äußern, ist ja legitim, aber dass Sie in einem Atemzug Israel mit anderen Krisenstaaten nennen, das verwundert mich schon. Und das fällt hier schon auf. Und deswegen will ich das noch einmal ausdrücklich sagen. Diese Mission wird ausdrücklich auch vom Staat Israel, dem wir als Deutsche besonders verpflichtet sind, gefordert. Und deswegen muss es uns allein Auftrag sein, auch diesen internationalen Auftrag fortzuführen und gegenüber Israel zu sagen, wir sind verlässliche Bündnispartner Israels, auch in einer schwierigen internationalen Lage. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich möchte abschließend mir den Hinweis erlauben, dass dies wohl die letzte Mandatsdebatte
in dieser Wahlperiode ist. Und alle Mandatsdebatten zu Unifil und auch zu anderen Mandaten sind in dieser Wahlperiode von den Kollegen Dr. Andreas Schockenhoff und Philipp Missfelder für die Unionsfraktion eingebracht und begründet worden. Ihren viel zu frühen Tod haben wir zu beklagen gehabt in dieser Legislaturperiode. Neben Ihren Liebsten und Familien möchte ich auch für dieses Haus und insbesondere für die Außenpolitiker sagen, dass Ihre Expertise, die Sie eingebracht haben in diese Debatten und die Diskussionen des Hauses, uns dauerhaft fehlen werden. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Kollege Dr. Wagenpohl. Ich glaube, vielen Kollegen sind die Namen noch sehr präsent, wie Sie sich hier eingesetzt haben. Als Nächstes spricht nun die Kollegin Agnieszka Brugger für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen.